Hallo und willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2 und wir werden uns dieses Mal wahrscheinlich Adremalik vornehmen. Schauen wir mal. Wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal wieder ein paar Seelen aussnaffen. Not now. I need to focus on Losa. Trust me, you'll thank me. The candles glow with the light of the spirits housed by each. They reach toward Losa, eager to be heard. You know what you must do, Losa. There is no other way. Two people. Two souls. Two souls just like me. Suggest she speak to the spirits within them, if she can. You're right. I owe them that. I owe them at least that. She holds her hand to the flame and seems to go into a trance. Two souls. So different. Two souls bound together by the demon. One, a humble man, a father. The other, a killer. The first, he understands. He wants me to destroy Adramalik. He's willing to be destroyed himself. The second is full of anger, of fury. He doesn't want to be sent into the darkness. Tell her to snuff the candles. It's the only way she'll weaken the demon enough to gain control of her own mind once more, just like her indeed. Advise her not to be like the demon. Let them live. Okay, nehmen wir das mal. I have no choice. If I want to survive him, I have to be like him. I have to do this, it's the only way. Losa reaches out and twists the candle's wicks. They smoke and die. You're getting the hang of this. Very good. Not done yet, Losa. Wo ist denn der Demon Hunter? Der sollte doch eigentlich auch sein. Da haben wir noch. Bevor wir die da aber absnaffen, gehen wir gerade nochmal zurück und gucken mal, ob hier nicht noch irgendwo was gewesen wäre. Explodiert's noch? Muss man jetzt nicht reinlaufen? Und den nochmal. Ist aber absolut nichts. Na gut, ja, dann snuffen wir die mal weiter aus. Aber so zu werden wie der Dämon ist ja wahrscheinlich keine so gute Idee. Deshalb. Oh, das sieht ja interessant aus. Aber auch schön gemacht. Kann man von hier aus nicht sehen. Dann hier dieser nette Hintergrund. Ein Meer aus Kerzen.
Aha, okay. Dann wollen wir mal. All those. I wasn't expecting this. The candles twinkle in the distance, each a life, each a soul. All these people. All these people, all these precious people. Say nothing. Stand beside her, taking in the scene. Thousands, millions of souls, trapped here by the demon inside her. Smile grimly. This is where he draws his power. This is how he can be stopped. Forever. Shudder in horror. All these souls, and Lose is meant to become one of them. Say nothing. Stand beside her, taking in the scene. Thousands of millions of trapped here by the demon inside her. She stands silent, stock still. Malady suddenly grabs Losa's arm. She speaks through gritted teeth. We must stop him. This cannot continue. We can't let it. We need to free them, snuff them out. If a drama leak can't draw on their power, we'll be able to face him and finish him. But they're all like me. Every last one of them. How can I? Ask what will happen to all the souls. There are so many of them, each with their own stories, their own lives. I know it isn't easy, but we need to end them. Yes, they will vanish. They won't go onto the hall. They'll simply cease to be. But if we don't do this, there will be no stopping a drama leak. This sea of candles will grow larger. He won't stop. Tell her it sounds like murder, like genocide. Say you understand, you know it needs to be done. Ask what will happen if you leave them, if you let them remain. There may be a way to bring them back once the demon is slain. There is no slaying the demon while this place remains. We need to act. I know this isn't easy, but I'll help. Just say the word and I'll summon a flood large enough to end this, all of this, once and for all. Losa looks out over the sea of candles for a long while, saying nothing. It's so quiet here. I don't feel him at all. Here we are, before the evidence of all his disgusting deeds, and my mind is clearer than it's been in a long time. It's funny, isn't it? How some pain is so big it just burns you clean from the inside out. It's almost like I could just step off the edge of this ledge and float away. There's nothing to me anymore. Nothing at all. Insist a decision must be made. How does she want to proceed? Say this is ridiculous. You're leaving. You're all leaving. Now. Say she belongs here, with you. The light from the candles dances in her dark eyes as she looks at you. Do I? She takes your hand and looks out over the sea of souls once more. She leans against you, letting you support the smallest bit of her weight. Sometimes I think my fate was written from the beginning. I was never going to manage it. When someone that powerful wants something from you, they just take it. That's what they do. Only an idiot pretends they won't. She stiffens and stands upright, running her fingers through her hair. She smiles. Smirks, really. I guess that makes me an idiot. Malady, let's do it. With pleasure. Ah, perfect. There. It's done. It's all done. Lose, we decided to travel with Malady to the demon's home realm. There we'll find a way to weaken him. Blah, 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 blah. We will travel to Arx and hunt down the demon together. Von dem haben wir nichts mehr gehört. Lose made the decision to snuff out the souls the demon kept within his home plane. He'll be weaker now, easier to kill. Da muss es eine andere Lösung geben, sonst würde das hier nicht drin stehen. Von wegen easier to kill. The secrets of Blood Moon Island. We have found the Archdemon Adrimalik, also known as Dr. Deva. We ought to kill him.
Ach, den sollten wir doch auch besuchen, oder? Alright. Alright, that should do it. We need to leave. Quickly. She pants and wipes her mouth. Blood smears across her sleeve. Losa is still and quiet, her eyes flashing grey, then black, then draining back to normal. A drama leak. He must be furious. We need to get her out of here. Now. Hurry. Das wäre wahrscheinlich sein Haus gewesen. Und ich nehme an, dass man den auch so angreifen kann, ohne das zu machen. Ich lade jetzt nochmal. Und dann sagen wir, dass wir sie nicht outsnuffen. Und, also die ersten, da hatte man sowieso keine Wahl. Die hatte das eh gemacht, egal was man ausgewählt hatte. Oh, ist gerade laut geworden. The candle. All these precious people. She stands, Malady. We must. But they're all like me. Every last one of them. How? I know it isn't easy, but we need to end them. Yes, they will vanish. They won't go onto the hall. They'll simply. There is no. I know this. Losa looks so quiet. It's funny, isn't it? It's almost like I could just step off the edge of this ledge and float away. There's nothing to me anymore. Nothing at all. The light war danach Schluss. She takes sometimes. She's. I guess that malady. With perfect. Vielleicht hätte ich das auch. Hätte ich die einfach ignorieren sollen und einfach in das Haus gehen. Lol, jetzt habe ich natürlich. Na doch. Ich lade mal das hier. Das mit dem. Outsnuffen können wir. Es war ja im Endeffekt, ja gut, die seine Kiste looten, aber das war ja eigentlich eine Sache von 5 Minuten. Gucken wir mal, ob wir vielleicht in dem Haus auch diesen Demon Hunter nochmal finden. For snuffing. Weil das gefällt mir irgendwie nicht. Ich kann aber mal mit dir reden. There you are. Blablabla. Shall I continue? Well, the problem. Losa in. I'll read. It's just. That's the idea. Yes. Yes, definitely. I think. So, team, ready to roll? Step forward and tell them that no one here is trotting off to a demon plane. No one. And you damn Losa to her fate. You know that, don't you? Come on, quit kidding around. Relent. Tell her to go ahead, if it means so much to her. Tell her there's no time for distractions. We must remain focused. Losa's eyes flash back, her skin grey. She looks at you and smiles from ear to ear. Thank you. These godwoken are going to be the death of me. Uh-huh. We decided not to travel to the demon's home plane. We face him as is and best him too. Secrets of Bloodmoon Island. We have found the Archdemon Adremalik, also known as Dr. Deva. We ought to kill him. Okay. Das wäre also so auch eine Option. Und wenn wir hier sagen, wenn das die mich scared, was können wir dann machen? Vielleicht hätten wir auch da dreimal das Negative sagen müssen, dass es am Schluss funktioniert. All these souls, and Lucy is meant to become one of them. She stands silent, stock still. Malady suddenly grabs Lucy's arm. She speaks. We must stop him. I. But they're all like me. Every last one of them. How can I? I know it isn't easy, but we need to end them. Yes,
They will vanish. They won't go onto the hall. They'll simply cease to be. Like genocide. If we don't, I never said this was going to be easy. I never said it wouldn't require sacrifice. Losa must do the right thing now. For herself and for all the realm. Just say the word, Losa, and I'll summon a flood large enough to end this. All of this, once and for all. Losa looks out over the sea of candles for a long while. It's so quiet here. It's funny, isn't it? It's almost like I She's could just... scaring you? Sorry. It's just so much. It's just so much. She takes your hand and looks out over the sea of souls once more. She leans against you, letting you support the small... Sometimes I think my fate was written from the beginning. I was never going to manage it. When someone that powerful... She stiffens and... I guess that makes me an idiot. Malady. With her. There. It's done. Aber das ist irgendwie doof. Also, dass man hier halt nicht sagen kann, nö, ist nicht. Oder es zumindest keine Option gibt, wo man sagt, nee, es ist besser nicht, das zu machen. Die hören sich ja alle so an wie, nee, lass uns lieber nach Hause gehen, ich habe keine Lust. Oder... Nee, ist mir zu blöd, du bist es mir nicht wert. Aber, diese Optionen, eigentlich das Richtige zu machen, die klingen ja alle so schlecht. The candle. All these people. She stands, married. We must. I. But they're all like me. Every last one of them. How. The time for thinking is. Just say the word. Losa looks up. So cool. It's funny, isn't it? It's almost like I could just. Step off the edge of this ledge and float away. There's nothing to me anymore. Nothing at all. You're leaving. You're all leaving now. Excuse me? I agree. This place is horrible. Let's go, yeah. Malady. Please tell me you're joking. Losa, if you leave now, there will be no saving you. There will be no you anymore at all. I said let's go. Malady says nothing. She dutifully summons the portal that will deliver you out of this place. Then let's go. Okay. Guck mal, da noch einen Dialog weitergehen. Ich meine, wenn das dann nicht klappen sollte, kann ich das ja immer noch machen. Also mit dem Adremalik töten. Aber ich bin eigentlich sehr confident, dass wir den so oder so tot bekommen. Ach, shit. So, das wieder laden. All those I the candles all these blah, blah, blah. All these people, all these precious people. She stands, Maladies. We must I know it isn't easy, but we need to end them. Yes. They will. There is no slaying the demon while this place remains. I know this isn't easy, but I'll... Losa looks so quiet. It's funny, isn't it? It's almost like I could just step off the edge of this ledge and float away. There's nothing to me anymore. Nothing at all. Naja, also die beiden, die triggern das sofort. Also mach mal das jetzt. Excuse me? I agree. Please. I said... Malady. Then let's go. Wuff. Having chosen not to extinguish the souls at the demon's home plane, Losa looks at her party, her mouth set to a frown. To snuff out all these lives would have been akin to genocide. You did the right thing. Well, very well done. You protected an ocean of candles over your own life, and now that ocean will only grow larger. I must admit, I had no intention of visiting a demon's home plane when we set out for Arx. Now we are the wiser, I suppose. Das erste. I stand by my decision. Those weren't just flames. They were people. I'm not like him. A visit to a demon's home plane wasn't on my agenda, but I admit it was an interesting detour. Now, back to reality. Don't listen to Malady. You made the right choice. I stand by you completely. Hmm? I guess that's that.
Do you think it's true, what Malady said? Tell her. I'll never be rid of it now. Tell her you won't give up until her. On her until there's no breath left in either of your bodies. Gods, I love you. Like, seriously. I love you. She plants a giant, sloppy kiss on your cheek and takes your arm, all smiles. Let's get him, Chief. Genau. Haben kaputt. Was ist das denn überhaupt? This grave is unmarked. So. Malady doesn't meet your eyes. Her arms are folded across her chest, but her eyes blaze. I just couldn't do it, Mals. I'm well aware of what you couldn't do. And you. She glances at you quickly, then looks away again. You were no help at all. Say goodbye to Losa. She's done for. I'll miss you, Losa. I really will. Goodbye. Ach, was. Das wird schon. Hup. Gucken wir uns hier erstmal um. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Whisperwood. Schaufeln. Vielleicht finden wir hier noch was zum Buddeln. Also was zum Ausbuddeln. Trumpet of Death. This grave is unmarked. Oh, muss eigentlich mit dem hier einsammeln. Too heavy. Okay, das hier ist nur ein Balkon. This won't be of any use. Ja, also ein Krakenvieh haben wir jetzt hier auch nicht gehabt. Gibt es ein Achievement für? Weiß ich jetzt auch nicht, wie viele Gelegenheiten es dann da noch gibt, dass sowas kommen könnte. Es kam mir ja eigentlich so vor, als hätte der beim Hafen auftauchen sollen. Aber da war ja nichts. Barrel empty. Ja, hier ist vielleicht dieses Exchange-Dingen. Moment. Voidwoken Fish Exchange. Ne, scheint zuerst damit nicht. Vielleicht hätte ich mich auch da drauf stellen müssen. Hätte ich mit dem zweiten jetzt aus. It's fixed to the platform. I wonder why. It's stuck fast, it won't move. Okay. Ja, da könnten wir jetzt. Wie sollte der 11.000? Habe ich da was Falschen verkauft? Möglich. Da könnten wir halt so eine Pyramide reinlegen. Und dann würden wir da möglicherweise mit rüberkommen. Aber gucken wir uns hier erst nochmal weiter um. Wir hatten jetzt noch die andere Seite. Das ist aber auch nicht viel. Also kommen wir da rein. The door does not open, but it feels alive. It feels like it's examining you, or at least one of you.
The door is examining Losa. Doctor's orders. Losa couldn't bring herself to snap out all of those souls. The demon will remain as strong as ever, but her conscience remains intact. It seems that a door to Dr. Daver's house will only accept Losa. We have found the Archdemon Adramalik, also known as Dr. Daver. We ought to kill him. Okay, gehen wir da mal rüber. The door does not open. A creeping sensation comes over you, as if the door were examining you. Losa. The doctor will see you now. Mm-hmm. The nurse stares openly at you. His eyes are a pitiless black, like a hungry shark. You are known. You are on the doctor's books. He awaits you. Go to him. Turn to leave. The nurse hisses at you while you remain in earshot. Your flesh has such perfume. I am drunk on you. Mine's a bisschen kaputt. Losa, the doctor would see you now. Nursery. The nurse throws you a sultry look, offset by a smear of blood around her mouth. Something shifts beneath her robes, the outline of a diminutive third arm. A mewling cry can be heard from her abdomen. She places a hand over it and winks. Food, baby. Da ist der Doktor. Du? The nurse spots you, then abruptly averts his gaze with a scowl. Don't tempt me. The doctor will be displeased if I have my fun without asking. Go! Hm? Du? The nurse rubs his hands together in glee at the sight of you. His palms are slick with some oily substance. Do you faint at the sight of blood? He leans in and whispers, his voice hoarse with a desperate longing. Would you like to? Danke. Bevor wir zu dem reingehen und den Kampf machen, werde ich gerade noch das mit dem Fass. Ach, hier kommen wir jetzt gar nicht mehr raus, oder wie? Ah, doch. Guck mal, gerade, Moment. Das auf der anderen Seite ist sehr klein. Bevor ich den dann mache, dann machen wir den vielleicht erst beim nächsten Mal. Moment, eine Sache noch. Kann ich da jetzt einfach wieder rein? Ja. Ich gehe gerade noch zur anderen Seite. Das sah halt nach Marktplatz aus. Ich werde jetzt nicht da reingehen, aber ich werde hier diese Frontregion machen. Und eventuell können wir die Gruppe da nochmal ein bisschen verstärken. Vielleicht das ein oder andere Item bekommen. Bevor wir dann den angehen. Nature provides. Ja. Paladin Healer. The guard ignores you. Elementalist. Move along there, citizen. Da gehen wir noch nicht rein. Wer bist du?
Rosie. Our parents will be busy praying all day. We can stay out and play as long as we like. Ja, unten bin ich schon gewesen. Da ist wohl jemand verendet. Da auf der Seite war dann wohl auch kein Markt. Dubious Flyer. To the lucky claimant. If you're holding this letter, you're already proven yourself. Ach, das war der Quatsch. Okay. Das war von diesem Händler da unten hinter der Brücke. Ah, zu dem könnte ich aber eigentlich auch nochmal gehen und gucken. Elven Warrior. He blanks you. Blanks. She blanks you. She blanks you. Friel. Welcome to Ark, stranger. Care to see a trick? Yes, you most certainly would. The merchant snaps his fingers, and a small flame emerges from his forefinger. He blows it out as he would a candle, and smoke wafts forth. Well, it's not a very dramatic stunt, but kids like it, and doesn't freak out their parents. But I presume you're after something a little more sensational. Yeah, see what's for sale. All done. Ah, ja, okay, der hat also quasi alles Mögliche. Wovon wir aber quasi nichts brauchen können. Es kostet 2. Na, dann könnte er das andere halt nicht mehr machen. Aber vielleicht sollte ich den einfach der Vollständigkeit halber auch noch dazu holen. I help you to know and understand. Ja. Das hier ist einfach alles Mumpitz, okay. My stuff will get you started at least. Merchant Roz and his pals, their stock's exceptional. Might want to check his place out once that wedding's over and done. Learn. So. Dann könnten wir natürlich den ja nicht verwenden. Gucken wir mal, wer davon dann sinnvoller ist. Ach so, ein Epidemic of Fire. Der hat auch 2 gekostet. Fork on impact up to 5 times. Naja, das hier ist halt Schaden. Den ich finde. Da unten. Den man komplett auf einen konzentrieren kann. Arcane dwells within all of us. Oh, okay, da habe ich jetzt einen zu wenig. Dann machen wir den Erdbeben noch mal wieder raus. Das war doch der mit den Projectiles, ja. Okay. Wer bist du? Unarmed Elf. She studiously ignores you. Arave. The elf raises her head and peers down her nose at you. This is a place for scholarly pursuits. You do not look the scholarly sort. Call on her haughtiness. What makes her think you're not educated? You carry enough weapons and sundries to burden an over-muscled ox. And like most armored humans in arcs,
Your pursuits are not likely intellectual. Dismiss the arrogance and look through her inventory. She nods silently. Ja gut, die hat halt entsprechend den Rest. You've got a special something, Dwarf. Looking for a bit of magic in your life. Kalisthesis. Finesse, Wits. Wir sind aber ansonsten halt ziemlich mies. Oh, und die Schuhe muss ich noch mit den Nägeln verarbeiten. Ja, aber die sind nicht super gut, die Stiefel, die man hier kaufen kann, auch wenn die 40.000 kosten. So, wer bist du? Permanently blinded. Sahila. The elves suffer, but the elves still stand. You have not seen the end of us. The mother stands tall. The war of the races approaches. The elves shall stand. You shall not see the end of us. Aha, ist was zum Verkaufen? Nö. Na gut. Naja, dann war das jetzt nicht so viel. So, die wollte ich noch verarbeiten. Lip combine with. Slipping. Okay. Tja, gut, dann war das auch. Als nächstes müssten wir dann da rein. Ahus Quarters, Path of Blood. Ja, wir könnten da auch erstmal das. Ne, ich versuche den hier mal jetzt umzubringen. Das ging ja jetzt doch schneller als gedacht da. Ach, zu dem Hoshi können wir noch. Zurück. Gehen wir hier gerade auch noch kaufen. Da gucken, ob der was zu verkaufen hat. Is there more on your mind? Das sieht doch, naja, nicht gut aus. Inflict Stunt on Contact. Okay. Aber das bedeutet, dass der geschlagen werden muss. Die Werte da drauf sind jetzt Grütze. Naja, es macht wirklich so keinen Sinn. Achso, Moment. Wir können hier wieder Zeug verkaufen. You, over here. Over here. Gut, ja, dann gehen wir jetzt rüber und versuchen unser Glück mal. Das ist schon ein bisschen weit jetzt. Aber gut, normalerweise geht man halt dahin, macht das dann einmal durch und dann ist gut, dann wird man da nicht nochmal hinwollen. Ja, wo kommen wir denn jetzt her? Ich könnte hier auch mal den Time Warp dann
versuchen, wenn es nötig werden sollte, da haben wir vielleicht auch noch ein bisschen Spielraum. Okay. Ah, how good of you to come. And you've brought my favorite person in the entire world. How are you, Losa, dear? It's odd seeing you here among my things, my practice. Usually it's me who visits you. I've come a long way to find you, you bastard. Ours has been a story for the ages, hasn't it? You were nothing but a two-bit minstrel playing host to a carousel of visitors, and I was... well, I was doing quite well. But now, I'm even better. We've become so much more together than we ever were apart. We stand at the edge of divinity itself. Hand in hand, we'll cross the ultimate threshold. Hand in hand. Ha! As if I don't know you better than that by now. There's no we in this scenario. You want my body for yourself. If that were true, I'd be looking out through your eyes right this moment. We both know I could if I wanted. We both know I could do anything I wanted. But I don't. Why? Because I respect you. I respect what we've accomplished together. And most of all, I respect where we're going from here. Ha! Respect! You wouldn't know respect if it cut off your tongue and shoved it down your throat. I won't deny I have had my... less than dignified moments. You just... you're difficult, Losa. You know that? You push people to the edge, and then you're surprised when they get desperate. Advise him to shut up if he knows what's good for him. Stay silent. Losa can handle this. I've pushed you to the edge. You've been sucking the joy from my life for what feels like an eternity. You're nothing but a sad little creep, desperate to be something more than you are. I have given you everything. The powers of the gods, freedom from their relentless demands. Everything I had, I laid at your feet. And you react to me with this anger, this hatred. It defies logic. It defies explanation. There's nothing left I can do for you, Losa. Nothing but feel sorry for you. And that I certainly do. But make no mistake, this changes nothing. You are mine. Mine and mine alone. I don't need your consent. I only need your soul. Ich fürchte, dass da jetzt der Kampf starten wird. Deshalb... wobei das sich jetzt nicht unbedingt nach einem Kampf angehört hatte. Aber wenn wir jetzt schon die Gelegenheit haben. Character's damage is increased by nearby characters. Damage plus 10%. Der hat 26.000 Rüstung. Okay, der hatte doch den einen Skill. Der
Damit musste die Rüstung aber niedriger sein als seine, glaube ich. Was war das? Gain Damage Boost for every nearby character? Ne. Onslaught? Ne. Der war das. Overpower. Physical Damage. If your physical armor is higher than your opponent's, destroy all the physical armor. Haben wir 8000. Das ist aber trotzdem schon noch eine Hausnummer, das runterzubekommen. Ich könnte aber natürlich vorher die Rüstung von ihm noch buffen lassen. Hat der Immunities? No Immunities. Mhm. Für 4, das ist zu wenig. 500 machen keinen Unterschied. Der hat auch sonst nichts, was den, das dem mehr Physical Armor gibt. Da der Fane hätte aber sowas. Ne. Da. Der hat, das sind 700, das ist natürlich auch nicht viel, aber den, der würde auch nochmal knapp 3000 machen. For each corpse in the area around you. Das macht aber zu wenig. Naja, ist. Naja, sind auch nochmal 1400. Also, wir könnten hier halt nochmal etwa 4500 rausholen. Dann sind wir bei 13.000. Der Arrow Spray könnte da theoretisch massiven Schaden machen. Das hier könnte rein theoretisch, der ist ja groß, auch massiven Schaden machen. Ja, probieren wir den. Das war mal gar nichts. Das war echt komplett lächerlich. Gucken wir mal, was da jetzt passiert. Okay, den zu beschwören ist also vermutlich keine so gute Idee. Damit können wir hier ein bisschen Bouncy Bouncy machen. Ach, der kommt diese Runde aber nicht dran. Ja, wir sollten eigentlich den ja machen. Ja, das setzt da auf jeden Fall
ganz gut die Gegner außer Kraft. Das macht halt auch noch einen Ticken Schaden, wenn wir da richtig ranstürmen könnten. Das geht aber anscheinend nicht. Ne. Ja, und die ganzen Typen kommen auch noch dazu, aber die sind vermutlich nicht so wahnsinnig stark. Ja, vor allen Dingen blockiert er jetzt auch noch den Weg. Er hat noch 21.000, ist natürlich immer noch viel zu viel. Reflected, ja. Das heißt, ich müsste den Zwerg aber jetzt auch erstmal wieder reggen. Mit dem Kram hier. Fortified. Ah, den Cage habe ich ja jetzt gar nicht. Also muss ich mal den Cage reinziehen. Und... Achso, den einen Skill habe ich von dem ja auch gar nicht. Ja, hätte ich jetzt gar nicht machen brauchen. Cage und Armor zerstören. Okay. Ja gut, ich sollte den wahrscheinlich trotzdem versuchen runterzuklopfen. Besser wäre es natürlich... eigentlich da weiter physischen Schaden dran zu machen. Wir könnten auch den Infekt benutzen. Aha, schön. Stunt. Wieso tut denn der nichts? Da haben wir jetzt nur noch einen Angriff. Wir könnten aber... Na, der prallt doch nicht ab oder niemand... Na doch, der steht daneben. So! Na, ist aber nicht da drauf abgeprallt. Hätte ich andersrum dann angreifen müssen, entsprechend. Arthas? Nein, das geht. Machen wir hier auch Physical Hour. So. Auf 8000, also knapp 9000. Und 7000. Clear-minded, ja. Damit wäre der jetzt eigentlich schon bereit, um mit dem anderen Skill zerstört zu werden. Naja, der hat halt keine anderen Sachen, die hier so wahnsinnig stark wären. Der kann am besten auch den hier mal rausknallen. Oder was war das hier? Na, ne. Lordy!
Haste. Aha. Okay. Der hat jetzt auch noch alle seine Punkte. Der könnte mal... Er ist zu weit. Haste. Ja, shit, der kostet 2. Prepare yourself. Ja, toll, der macht natürlich jetzt da nichts. Geblendet. Oh, doch, hat getroffen. Aber der kommt jetzt als erstes dran und das wird wahrscheinlich jetzt nicht so angenehm. Aber ansonsten haben die bisher gar nichts gemacht. Na gut, ich habe die natürlich auch gut im Stun gehalten. Thanks to you, Lusa. A new age is soon to dawn. This has gone even better than I'd planned. Losa stares straight ahead. Eyes black, skin grey, a malevolent grin plastered across her face. Thank you, Losa. Isn't this fine? Aren't we invincible? I'm perfect. I'm wonderful. I'm free at last. Now, let's be divine. Hail. Hail! 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 Okay, er ist aber nur ein Charm. Ne. Der ist aus dem Team raus. Lose, close. We couldn't defeat the demon in time and we lost Lose. The music has gone quiet for good. Okay. Ja gut, da muss man halt hier ein bisschen schneller sein. Aber das kriegen wir schon hin. Das wird schon. Ja, bevor wir da ins Gespräch gehen. Dann würde ich aber hier auch erstmal... Na, ich werde noch gerade diese Umstellungen machen. Mit dem Cage und... Armor zerstören, hatte ich mir aufgeschrieben. So, Zwergi, der kommt raus. Und dann nehmen wir den hier. If your physical armor is higher than your opponents, destroy all. Everything. So. Dann könnten wir auch noch den Supercharger nehmen. Den Oily Blob werden wir dieses Mal nicht brauchen. Damit können wir dann auch noch mal kurz den Beschworenen stärker machen, was auch ordentlich einen Unterschied machen sollte. Und dadurch, dass es eh der eh nur einmal, ne, zweimal rankommt, sollte das passen. Dann bei ihm das macht keinen Sinn. Das hier macht Physical Damage. Attacking enemy characters that stand in blood surfaces and clouds. Das würde massiv physical Schaden machen. Und wer damit genau das, was er brauchen können, der kann raus.
So weit kommt es nicht. Den nehmen wir auch raus. Dann nehmen wir das dazu. Dann müssen wir natürlich vorher eine Blattfläche machen. Und das können wir am besten hiermit, denke ich. Das hier kostet 2. Dann machen wir das mit dem Zeitschneller-Dingsen. Ah, da brauchen wir jetzt Hydrosophist für. Ja, und den Cage brauchen wir. Hydrosophists. Ja, das ist ziemlich alles außer Hydrosophist. Haben wir da jetzt irgendeine Möglichkeit, das Healing Ritual... Und dann würden wir halt entsprechend... Okay, dann machen wir das erstmal. Dann gehen wir zum Hall of Echoes. Und packen halt einen Punkt in Hydrosophist. Den Adrenalin, den müssen wir auch dann in der zweiten Runde verwenden und nicht in der ersten. Das wäre sowieso noch ein guter Punkt. Hat der einen Punkt, ne, hat auch keinen Punkt in Scoundrel. Aber das wäre was, was man sehr gut verwenden könnte. So oder so, jetzt nicht nur für den Kampf. Da haben wir kein Buch von. The sky weeps bloody tears. Bolts of coagulate blood fall on enemy characters in the area, setting disease and decaying touch. Turns all water to blood. Vitality and armor percentages of characters in target area are summed up and redistributed equally. Wenn wir das natürlich machen können auf den, dann wird er sofort im Eimer. Das könnten wir auch mal ausprobieren. Equalize. Das hat der ja schon gelernt. Nehmen wir den mal raus. Nehmen wir den Equalize noch rein. Okay, dann werde ich der hat Scoundrel und der auch. Dann kann ich die Fähigkeiten da auch noch dazu packen. Der braucht nix. Der kann also ein Scoundrel-Punkt gebrauchen. Nehmen wir den aus Warfare raus. Oder waren das 2 Punkte in Scoundrel? Das kann sein. Ne, es ist nur ein Punkt. Okay, also den hätten wir. Und der bräuchte dann eigentlich auch noch eventuell eins. Ne. Wir könnten für den Kampf jetzt einfach eins von den anderen Sachen rausnehmen. Wie nehmen wir einfach den Dominate Mind raus, dann kriegt der Scoundrel noch dazu.
Gondre, also Adrenalin, Adren, Adren, Adren. So, dann bei ihr genau auch ein Punkt Scoundrel. Da mache ich einfach nur, die hatte glaube ich schon Intelligence gemaxed, macht eins Constitution weg und Memory eins zu. Dann lernt die auch noch Scoundrel, also Adrenalin Rush. Und der Moment, da ist jetzt ein Punkt über. Wieso ist da ein Punkt über? Der kostet 2 Punkte. Den können wir eigentlich gar nicht verwenden. Der hat da auch Scoundrel, aber der braucht da Hydrosophist, um das zu lernen. Okay. Abilities. Nehmen wir eins aus Pyro raus. Weil mir das jetzt in dem Kampf am wenigsten bringt. Und packen wir den in Hydrosophist. Okay. Das heißt, der muss jetzt den dazu packen. Raining Blood. Das sind natürlich dann auch 2 Punkte. Dann sollte der wohl auch noch den. Naja, also viele Scoundrel-Dinger mit Adrenalin-Rush habe ich nicht. Kann eventuell was mit Büchern, also mit Bücher selber bauen. Da muss ich mal schauen. Vermutlich nicht. Kann mich jetzt zumindest nicht erinnern, sowas mal als Schriftrolle gesehen zu haben. Ja. Ist nichts. Es könnte sich auch lohnen, eine Armor Potion zu bauen, wenn die mit dem Level skaliert. Also hier so eine Stone Skin. Dann bekommen wir da vielleicht ein paar tausend raus. Ich weiß nicht genau, wie das dann da ist. Aber hier diese Scoundrel, da haben wir keine Schriftrolle für. Was auch eigentlich ein bisschen albern wäre. Logisch betrachtet. Also die Scoundrel-Sachen muss ich dann mal gerade kaufen gehen. Aber gerade hatte ich noch irgendeinen Einfall. Vielleicht ist dann auch das Kind wieder frei. Gut, wir gehen dann mal hoch, gucken mal, ob wir da was lernen können. Achso, und bei dem hatte ich das reingetan. Ja, Overpower. Der hat jetzt auch eins frei. Nö. Wieso hat er eins frei? So. 3800 Schaden. Ach ne, da sollte. Genau, da sollte der Scoundrel Skill rein. Die bräuchte auch eins Memory. Beziehungsweise, da kann dann auch der Skill rein. Mhm. Wobei.
Die sind eigentlich alle ganz gut, die die hier hat. Der hier ist auch extrem gut. Der könnte möglicherweise sogar besser sein, es ist Gewitter, wenn man den hier mehrfach castet. Ja, wir können aber den Swap rausnehmen. Mit dem Springen ist der eigentlich nicht mehr nötig. These Godwoken are going to be the death of me. You must truly savor my company, Godwoken. Something you wanted? Der hat nur Nekro-Schüssel. Und da leider nichts Neues. Arx City Square. Ja, da werde ich jetzt nur ein Buch davon kaufen können, nehme ich an. So, mit dem Typen unten. Business must be booming for you, all them broken weapons. Get to it or get moving. It's the busiest now that you're all done. Why don't you just skedaddle on out of here? Ja, so jetzt nicht. Ach so, ja genau, das mit dem Trank wollte ich eben noch gucken. Aber erstmal gucken wir, dass wir hier einmal Scoundrel bekommen. Einmal. You need more than wits on. Is there more on your mind? Einmal Adrenalin Rush bitte. Den da. Ja, Schriftrollen hat der keine dafür. Gucken wir mal, da ob wir eventuell von denen auch noch sowas kaufen können. Die waren ja auch so ein bisschen schurkig. Real antiques at realistic prices. Who cares to trade? Sounds banal, but hope you like what you saw. Craig sure knows how to good stuff, yeah? Step away. Dann hier noch. Well, anything else I can do you for then? Nah. Oh, das ist auch nicht schlecht. Das ist ja Level 17. Das ist 21, aber... Ja, das kann der auch nehmen. Mehr Rüstung, ja. Der ist einfach nur overpriced. Hydrosophist Necromancer. Raise your voice and sing your song. Herozeuge. Na, nee, braucht man nicht unbedingt. Aber den hier können wir mal mitnehmen. So, den kann er lernen. Und der könnte beispielsweise dahin. Achso, wir hatten ja auch noch den Stormbreaker. Der wahrscheinlich an einem Schlag kaputt geht oder so. Naja, muss auch uns hier Anathema. Den ich aber gar nicht so wirklich benutzen kann, weil ich niemanden habe, der zwei Waffen benutzt. Ja, damit bin ich jetzt eigentlich gewappnet, so gut wie es geht, ohne dass es... Ja, mit dem hätten wir es auch machen können.
ohne dass es ins Absurde geht, sage ich mal. Da hatte ich Nether Swap rausgenommen. Und davor hatte ich, glaube ich, den hier rausgenommen. Machen wir den Swap halt wieder rein. Und ja, der hat jetzt noch 1, 3. Physical Schaden. Da haben wir jetzt so eigentlich nichts mehr, was irgendwie helfen würde. Der hier ist halt Kappes. Der hatte nur den Weg verstopft. Der könnte eventuell... Er macht zwar nur minimalsten Schaden. Beschwert aber nicht den ganzen Weg. Da wird wahrscheinlich dann auch direkt CC'd. Aber gut, ist dann halt ein Gegner mehr, der angegriffen werden kann. Achso, und das Play Dead, da, naja, aber der Helm, der ist zu gut, als wenn ich den hier verlieren wollen würde. Ja. Der könnte sich halt mit der Maske und durch die Elfenfähigkeit einen Aktionspunkt dazu holen. Aber ich denke, da muss ich drauf verzichten. I welcome newcomers and natives alike. We shall train. We shall cook. So, dann werden wir mal gerade noch schauen. Crafting. Recipes. Potions. Ja, ja, ja. Medium Healing, Rare Constitution, Finesse, Intelligence, Resist All, Strength with Armor, Physical Armor. Ja. Gucken wir mal, wie gut der geworden ist. 45 Physical Armor, also der skaliert nicht. Damit ist das mal verdammt sinnlos. Vielleicht können wir da noch größere machen, aber selbst wenn ich dann da 400 Armor draus machen würde, würde das immer noch nichts sein. Also wenn das unter 1000 ist, ist es eigentlich nicht beachtungswürdig. Schön wäre natürlich, wenn man bei dem noch mehr Physical rausgeholt hätte. Aber das ist halt ein bisschen... Naja. Beschränkte Möglichkeiten. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Ich nehme mal an, dass die hier absolut alles sehen. Mit dem könnte ich auch. Den könnte ich eventuell irgendwo hin porten. Das. Ja, swappen. Jetzt nicht. Da triggert der auch sofort den Dialog, von daher. Gut, dann mache ich hier erstmal einen Schnitt. Und dann werden wir beim nächsten Mal den Kampf gegen den Doktor bestreiten. Also, bis zum nächsten Mal.